Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Potion Permit und diesmal wirklich als Let's Play. Ich hoffe natürlich, dass wir es komplett auch schaffen durchzuspielen, denn ich weiß echt nicht, wie groß der Umfang von dem Spiel ist. Und ich hätte schon gern das bis zum Ende durchzuspielen, wenn ich bedenke, wenn es doch zu groß ausfallen könnte wie Stardew Valley. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Oh ja, hier. Derek ist Deans jüngster Zwillingsbruder. Gott, wir könnten also jetzt entsprechend die Infos von allen Leuten abfragen. Ihr seht ja, wir haben doch noch einige nicht kennengelernt. Mal gucken, haben wir da noch mal ein paar. Was ist denn Tarotkarten? Keine Ahnung. Zap-Karten? Werden wir schon noch was finden. Oh, wollen Sie meine Klinik verbessern? Das wäre schön. Hey, Maple. Wie gefällt dir das neue Gebäude? Hm, sieht es nicht fantastisch aus? Einer hat geholfen und allerlei wichtige Dinge eingebaut. Sieht zumindest nicht mehr ganz so heruntergekommen aus. Von außen zumindest. Hörst du das Geräusch klar und deutlich, nicht wahr? Ich lasse die Sirene ertönen, wenn einer unserer Einwohner erkrankt wird und hergebracht wird. So weißt du immer sofort Bescheid, dass du einen neuen Patienten hast. Hallöchen, Alchemie-Genie. Ich hoffe, du bist mit meiner Arbeit zufrieden. Ich bin dann hier fertig, schätze ich. Zeit zu gehen. Danke für deine Hilfe, Rainer. Gern geschehen, Bürgermeister Alchemie-Genie. Und nun entschuldige ich mich bitte. Wunderbar, dass du jetzt einen Ort hast, an dem du deinen Patienten heilen kannst und genesen können. Ja. Ich werde allen sagen, dass sie herkommen sollen, wenn sie krank sind. Bitte behandle jeden Einzelnen mit größter Umsicht. Ja, die Frage ist natürlich, ob ich so alle heilen kann, ne? Ich vertraue dir, bitte enttäusche mich nicht. Wenn du versagst, nun, wir hier sind alle eine große Familie. Wenn du einen von uns verletzt, verletzst du alle. Verstanden, Bürgermeister. So, ich muss mich auf den Weg machen. Hab einen guten Tag, Maple. Klinik ist freigeschalten. Einwohner von Mondburg, die krank sind, werden automatisch in die Klinik gebracht. Wenn das passiert, wirst du am Morgen von einer Sirene und einem Stroboskoplicht darüber informiert. Du kannst deine Klinik in Bauen und Einrichten auch verbessern. Jede Verbesserung kommt dir und deinem Patienten zugute. Gucken wir uns das mal ein bisschen um. Okay, guten Tag. Naja gut, das sieht halt natürlich immer noch so ein bisschen mistig aus, ne? Könnte man sagen. Was machen wir denn als erstes? Wir hatten letztes Mal noch nicht alle Leute kennengelernt. Dementsprechend würde ich mal sagen, gehen wir hier nochmal durch. Was ist mal ins Haus? Läuft noch. Okay. Na stimmt, die stehen ja meistens alle erst um 7 auf. Wir könnten bei der Polizei zum Beispiel eine Arbeit machen. Ah, Pferdchen, genau. Es gibt übrigens ein Achievement, glaube ich, wenn man 10.000 Mal rollt. Also, was heißt Achievement? Also hier, ne? So eine, Sammeldinger, Meilensteine bei Steam und ähnlichen. Rolle so oft, mache dies, mache jenes. So, finde das Item, mach. Keine Ahnung, was es da nicht halt alles gibt. Falsch gelaufen. Vorliefs Haus. Keiner da. Ich frag mich eigentlich, wo ich dann die ganzen Tränke verkaufen kann. Letzten Endes. Aber hier die Kirche? Nee, hier wird der Bauernhof. So, genau. Wo wir letzte Folge noch nicht waren, ist das Badehaus gewesen? Nein! Oh, die machen sich auf. Komm, mal rauf, mal rauf, mal rauf. Bitt, 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 bitt. Das Badehaus Weidenbad.
Möchtest gerne ein Bad nehmen? Das Badehaus Weidenbad ist sicher nicht so super modern wie die Badehäuser der Hauptstadt. Aber es hat alles, was diese Insel braucht. Du kannst es gerne nutzen. Aber richte bitte keine Unordnung an. Ich habe es satt, immer und immer wieder aufzuräumen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin Olive, die Badehausbesitzerin. Du solltest dich mal waschen. Wenn du dieser Stadt herumläufst, wirst du schmutzig. Magst du Tee? Ich frage nur, das ist keine Einladung. Halt. Nö, jetzt machen wir erstmal kein Bad. Karte, genau. Wir hatten das Haus der Tränke, die Klinik. Bauernhaus, Derek's Haus. Osterkirche, was war eigentlich der Unterschied? Ja, ist erstmal wurscht. Wir können, ich glaube, jetzt hier weiter. Ne? Wir haben ja letztes Mal die tolle Medaille bekommen. Wollten wir weiterkommen. Forest House und Matthäus Haus, da geht als nächstes hin. Ich hoffe echt, dass wir dann später noch mal irgendwie was kriegen, um uns schneller vorzubewegen, wie ein Pferd oder... ich bin hier schon steif gegangen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe ja noch mal lang, um zu sicher werden. Entschuldige mich bitte, Mabel. Der hatte ich also doch noch gar nicht geredet. Ja, ihr habt gesehen, teleportieren, das können wir mit der Flagge machen. Werden wir ja wahrscheinlich ab morgen damit anfangen müssen, jemanden zu heilen. Hey, ich bin Blümchen, eine der Rangerinnen von Moonbrook. Wir halten Ausschau nach Problemen außerhalb der Stadt. Keine Sorge, ich habe in letzter Zeit nichts Gefährliches feststellen können. Suchst du nach bestimmten Materialien? Sieh dich etwas um, aber sei vorsichtig da draußen. Hey, Forrest. Hey, Archimigenie, brauchst du Hilfe? Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Schön, dich zu sehen. Du kannst mich gerne über, gerne alles über die Wildnis fragen. Bitte, geh nachts nicht mehr raus. Ich würde dich nur ungern erschöpft in der Wildnis finden. So, dann quatsche als nächstes mit Matteo. Sollte ja wahrscheinlich zu Hause sein. Hier, streicheln. Stimmt, zwischenspeichern geht ja hier nicht. So, Matteo, wo bist du, ne? Nicht da, gut. Wer kraxelt sonst so? Also meiner Meinung nach kannst du ja jetzt wirklich nur noch beim Landrutsch weitergehen. Ach stimmt, das Gelee brauche ich ja noch. Sehr schön. Hallo, wie geht's? Ach, wir reden nur über das hier. Dieser Erdrutsch blockiert den Weg schon eine ganze Weile.
Früher haben wir auch da hinten nach Materialien gesucht, aber jetzt kommen wir nicht mehr weit. Alles beiseite schaffen? Ja, ich schätze, dann könntest du auch weiter entfernt nach Materialien für deine Tränke suchen. Wenn du die nötige Ausrüstung hättest, könnten wir dir auch dabei helfen. Wir brauchen ein paar Ressourcen und ein starkes Fischernetz. Vielleicht findest du jemanden in der Stadt, der uns alles leihen kann, was wir brauchen. Ein Fischernetz, ne? Das sollte kein Problem sein, ne? Abfasst die Befürchtung, wir schaffen es heute eigentlich nicht mehr großartig. Hier noch im entfernten Gebiet was abzubauen. Wobei, bis 20 Uhr könnte ja auch klappen. Im Übrigen von euch, die bei meinem Kanal jetzt nicht noch andere Folgen gucken wie Cult of the Lamp, ich werde das immer abwechselnd machen zwischen Cult of the Lamp und Potion Permit. Also wundert euch nicht, dass immer nur alle 4 Tage Potion Permit eine Folge kommt. Es wird halt so lange gehen, bis Cult of the Lamp komplett abgeschlossen ist. Sei gegrüßt, Mickle. Es muss schwierig gewesen sein, den Alchemie-Genie zu werden. Naja, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. So. Ich habe letztens zu viele Kekse gebacken. Ich hoffe, dass Maya und Rue sie alle schaffen. Werden sie schon. Ja, oder? Was für eine Schande. Das finde ich auch, Fräulein Runenherz. Hey, Maple. Worüber wir reden? Über die Fischernetze, die wir in der Windrose gekauft haben. Ich bin eine langjährige Kundin. Ich benutze die Netze, um schwere Schmiedeausrüstung zu tragen. Transportieren hat es eigentlich gesagt, aber okay. Und unser Polizeirevier verwendet sie, um auf Patrouille wilde Tiere einzufangen. Sie sind extrem reißfest. Zu schade, dass sie sie nur so selten im Angebot haben. Ich verstehe das ja. Es ist ja nicht zu einfach, so hochwertige Netze herzustellen. Wenn sie doch nur mehr produzieren könnten, dann wären uns all geholfen. Wohl wahr, Fräulein Ruhnherz. Schau, es interessiert, Maple. Hättest du auch gern eins? Dann musst du zur Windrose. Aber ich bezweifle, dass du eins bekommst. Viel Glück. Wartet mal hier, okay? Ich warte. Denkst du wohl nicht, dass ich das glaube? Okay, mit dir hatte ich also schon gequatscht. Dean. Dir, dir nicht. Mein neues Gesicht. Ich bin Dean, Polizist hier in Mordburg. Hast du ein paar Snacks aus der Hauptstadt mitgebracht? Bitte gib mir ein paar ab. Aber erzähl meinen Zwillingsbruder Derek nichts davon. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt was vergessen. Ja. Eine Rasse hat jeden Tag Hunger. Geht denn aber auch auf den Keks. Brauchst du was? Nö, ich quatsch dich einfach noch einmal an. Du sagst, brauchst du was? Und dann ist gut. Wie sich die Arbeit in der Kleinstadt vom Leben der Hauptstadt unterscheidet? Oh, wer bist du denn? Hallöchen! Postmann! Hallo! Alchemie-Genie, ich bin Dev. Ich arbeite im Rathaus. Ich bin der einzige Postbote in der Stadt, also merkt ihr bitte meinen Namen. Natürlich kann ich mich manchmal, jemand ganz anderes sein. Ich weiß, dass er sich schwierig aussieht. Aber Postbote zu sein ist schwieriger, als man denkt. Ah, scheiße, ich habe vergessen, mit Dean richtig noch ein zweites Mal zu sprechen. Ach, verdammt. Bürgermeister ist auch da. Hör doch auf, dein Dich zu setzen. Ich hoffe, dir gefällt die Stadt genauso wie mir. Ich bin sicher, du wirst mit allen dich gut verstehen und hier neue Bekanntschaften schließen.
Nein, das ist schon 15 Uhr. Okay, die haben bis 18 Uhr. Jetzt werde ich nochmal mit dir quatschen. Was? Hast du was anzuzeigen? Nö, hab ich nicht. Ab ihr schnell. So, wo müssen wir denn genau hin zur Windrose, ne? Ach, bis dahinter doch. Scheiße. Oh, wer bist du denn? Du bist die neue Echimini, stimmt's? Ja, ich hoffe, du kannst dir das Leben in dieser Stadt vergleiche es bitte nicht mit dem Leben in deiner Hauptstadt. In der Hauptstadt. Wer bist du? Luke. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Luke. Oder Luck. Du bist aus der Hauptstadt? Kannst du mir darüber einmal mehr erzählen? Hast du irgendwelche interessanten Bücher, Mabel? Nicht? Ja, ich wünschte, wir hätten eine Bibliothek auf der Insel. Das lässt sich doch bestimmt später einrichten. Aha! Herzblutschmiede. Ja, ja. Hallo, kann ich dir helfen? Ich bin Opalherz. Ja, ja, hallo schon. Das hier ist meine Schmiede. Werkzeug verbessern, nehme ich immer mit. Ja, ich weiß, es sieht im Moment etwas chaotisch aus. Wenn du dein Werkzeug verbessern lassen möchtest, bist du hier bei mir richtig. Natürlich müsstest du mir die Materialien beschaffen, die meine Arbeit bezahlen. Ja, das ist ja auch selbstverständlich, oder? Hey, du bist also das Alchemie-Genie? Du bist kleiner als gedacht. Ich bin Runenherz und schon bald die legendäre Schmiedemeisterin von Mondvolk. Hab ich nur mein Werkzeug gelegt? Hast du es gesehen? Ja, du hast es an der Hand, du... Sei dankbar, dass deine Axt stumpf wird. Das heißt nämlich, dass du sie richtig benutzt. Okay, okay. Walla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 l
Pilz, nein, wir brauchen nochmal Pilze. Den Rest hätten wir alles gehabt. Schade. So war unser Glück. Geld verdienen wäre auch nicht schlecht, ne? Eine Katze! Bist du denn? Ich bin Victor! Was willst du von mir? Warte, Kines scheint dich zu mögen. Kines? Du kannst ihn nicht sehen? Aber natürlich! Hehehe, warum ich lache? Hehehe, ist das süß? Du wirst es nicht verstehen. Ach, und hier, unsere Ding, mit der haben wir auch noch nicht das zweites Mal gesprochen, glaube ich, ne? Aus der Kirche. Wo ist sie denn? Nein, sie ist wieder nicht hier. Sitzen. Moment. Schau, hatte ich heute schon? Cecilia. Hallo, ich bin Schwester Cecilia. Ich weiß, dass die Moonbrook-Gemeinde nicht besonders angetan von dir ist. Keine Sorge, unsere Kirche steht immer allen offen. Wusstest du es denn, guter Junge? Er will mit seinem Unfug niemanden schaden. Mir aus. So, aber jetzt ist die Frage: Bis wann darf ich draußen unterwegs sein? Derek? Oh, Derek. Was ist das denn hier? Schön. Wer bist du denn? Wie ist dein Name, Blaujacke? Die Leute nennen mich Captain Dan. Willst du bei meiner Crew anheuern? Gott verdammt ich! Ein Rattenleben ist ein Leben für mich! Wenn du meinst, Dan? Ach, Palherz wohnt hier, okay. Hier wohnt Captain Dan bestimmt, der. Nee, Devs Haus, okay. Devs Haus. In the middle of the Devs Haus. Meyers Haus. Bitte noch nicht schlafen gehen. Mabel, es ist heute so schönes Wetter, nicht wahr? Achso, der Bürgermeister ist das ja. Natürlich, meine Güte. Stimmt, warte mal, wenn das Meyers Haus ist, wo ist denn dann die Tochter? Der müssen wir uns noch anfreunden. Dammit, die ist leider nicht dumm. Ade. Wer wohnt hier? Niemand. Warum wohnt hier niemand? Kommt doch was nicht. Fast sagen, wir müssen wahrscheinlich bis 24 Uhr im Bett sein. Sicher sein kann ich mir aber auch nicht. So, da haben wir eine Meier. Irgendwie hört schon Quatsch eigentlich nicht, ne? Was ist dir, Mabel? Wenn du versuchst, diese ruhigen Gewässer aufzumischen, werfe ich dich überhaupt beim Klappertermann.
Oh, warte mal, die habe ich da wieder nie gesprochen, oder? Art, bleibst du mal hier? Der Modegeschmack ist sehr eigenartig. Und dies ist nur eine Frage der unterschiedlichen Kulturen, aber dennoch abscheulich. Also seht ihr? Allgemein noch nicht komplett besprochen. Derek hatte ich schon. Arbeiten macht noch keinen Sinn. Reichen kann ich dich leider nicht. Boah, wollen wir noch Matteo ankriegen. Kennt er schon? Nee, doch, er kennt schon. Scheiße. Scheibenkleister. Na ja, gut, müssen wir beim nächsten Mal, weil ich gehe jetzt nachts bestimmt nicht nochmal in die Stadt. Das knicke ich mir. In den Wald meine ich. Dementsprechend, nächste Folge gucken wir nochmal, ob wir Basilikum und Honig erhalten. Noch mehr Pilze. Weil unser Hund das ja alles immer wegfrisst. Und jo, Freunde, ich sag schon mal ciao, ciao, schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Potion Hermit und in der Hoffnung, dass wir dort an den Erdrutsch endlich beseitigt haben. Ich gehe eigentlich schon davon aus. Und ich wette mit euch, wir müssen dann schon wieder jemanden heilen. Und ich hoffe, wir haben auch da alle Zutaten für. Oh, drückt mir die Däumchen. Oh, schon hier war ja noch was. Jo, ich sage wie gesagt, ciao, ciao, schalte wieder ein. Und bis dahin.